Ja. So. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Eure Stunde wird noch kommen. Wenn es das ist, gut, was ihr wollt. Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. Moment mal. Jetzt ernsthaft, wir müssen... Auf geht's. Okay, okay. ...die Tür auch noch so aufbrechen. Nein. Ältestenhirn, okay. Der Gestank nach Chemikalien und fermentierter Hirnflüssigkeit betäubt eure Sinne, als ihr an das berühmteste Ältestenhirn der Elifine herantretet. Ein Sekundenbruchteil später trifft euch der brutale Schlag seiner Psi-Peitsche. Keine große Herausforderung. Okay, wir reden hier vom ältesten Hirn. Das ist wahrscheinlich... böse. So. Alle haben getrunken? Ja. Das heißt, wir brauchen jetzt Hast. Schutz vor den Bösen dürfte helfen. Machen wir mal einen geringen Kettenzauber. Ich bin bereit. Du das, du das. Du das. Ist was los? Kann immerhin noch was. Eine Phantomklinge beschwören. Ja, machen wir mal so einen Kettenzauber. Wo immer ich kann. Es ist noch die Frage, wie ich den anwende. Was kann ich tun? Ach, da ist er. Nun gut. So, Hirn. Erst die Elifiden. Okay. Moment, das Gedankenschild ist weg. Ich sollte den Tank als letztes trinken. Gut. Ja? Und wahrscheinlich den Kettenzauber als erstes vorbereiten. So, Schutz vor dem Bösen. Weißt du was? Ich nehme zwei von denen. Ich helfe, wo immer ich kann. Verteidigungskoordination. Der Natur ist bereit. Was kann ich tun? Ja. Das hier. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Folgt nur. Ja, jetzt okay, hast. Okay. So, jetzt trinken. So, das müsste bei allen jetzt gewirkt haben. Keine große Herausforderung. Jetzt stürmen wir einfach mal rein, damit wir Platz haben zum Kämpfen. Ja.
bin bereit. Los, verstanden. Ja. Braucht ihr etwas? Ihr habt das ältesten Hirn der Delfinen getötet. Ihr fühlt eine psychische Schockwelle, einen scharfen Schmerz, der sich wie ein Messer in eurem Verstand schneidet. Euch wird weiß vor Augen, dann normalisiert sich eure Wahrnehmung langsam wieder. Ihr seid euch sicher, dass alle Türen, die vom ältesten Hirn kontrolliert wurden, nun offen sind. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Nächstes Mal. Gehirngolems. Muss wohl was anderes ausprobieren. Nun gut. Okay. Die sind bei Yahira. Ich warte auf... Ja, schon erledigt. Ich glaube, die... Oh doch, sie können noch gestapelt werden. Die da auch? Ja, die auch. Gut. Yay. Yahira könnte dann theoretisch auch das Ding wieder tragen und... Immerhin das. Die beiden bräuchten wir eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, wir können den Behälter mal öffnen und können zum einen Augenstiel des ältesten Todesauges mal rausschmeißen. Und wo haben wir das? Kotao-Blut, so. Das heißt, das kann mal da rein. Überall sind alle voll überladen. So, das umswitchen, das zu Airy. Ich habe nicht zufällig irgendwas. Das kann man da rein, so. Nö, im Augenblick bleibt alles wohl so, wie es gerade ist. Was immer ihr wünscht. So, wir können den Rückzug antreten. Ich warte. Wenn ihr es wollt. Nur sie kann den Sklaven Bescheid geben, dass der Weg frei ist. Ach, die Sklaven sind schon weg. Okay. Ich bin so müde. Dank sei euch, ich glaube, wir finden unseren Weg hinaus an die Oberfläche. Wenn wir uns je dort begegnen, sollten ich schuld euch mehr, als ich je zurückgeben könnte. Viel Glück im Unterreich, falls ihr hier bleiben wollt. Ich werde euch für euren Erfolg und eure Sicherheit beten. Komm, Freunde, lasst uns diesen höllischen Ort ein für alle Mal verlassen. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ein Level-Up für Talisa. Das kam unerwartet. Ich hatte eigentlich immer auf ein Level-Up für immerhin gehofft. Aber gut, Level up. Stufe aufsteigen. Zusätzliche Waffenfertigkeit. 1, 2, 3. Zauber auf 3, 5 und 6. 2 Trefferpunkte. Also eine Waffenfähigkeit habe ich gekriegt. Da kann ich allerdings nichts reinpacken. Also. Könnte den Kampfstil mit zwei Waffen was reinpacken. Das ist wahrscheinlich nützlicher, als in irgendeiner Waffenfähigkeit noch was reinzupacken. Da könnte ich die nämlich beidhändig nutzen. Hm.
Ja, wäre übertrieben. Okay, Zauber. Nee, Fluchbrechen brauchen wir nur einmal. Ich gebe ihr nochmal das Böse zerschmettern, auch wenn sie es nicht so oft benutzt. Noch so eine Lanze. Noch ein Strahl des Ruhms. Finger des Todes. Den sollte ich mal benutzen. Platz so ein. Ja, natürlich. So, damit haben wir alle Dungeons geschafft. Dies zu schaffen galt. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Und wir können mal Waffenresümee machen. Wir haben Bogen, haben wir beide Teile. Also sowohl den Bogenschaft, also Bogen ohne Sehne und die Sehne. Wir haben den Wellenschaft. Und wir haben die Wellenklinge. Wir haben den Griff des Ausgleichers. Wir haben Klinge des Ausgleichers. Und wir haben den Griff des Ausgleichers. Damit haben wir auch alle drei Teile hiervon. Ja. Wo steht's denn nochmal? Ach, keine Ahnung, wo es nochmal stand, aber auf jeden Fall gab es Griffklinge und den, wo ist er denn jetzt? Griff. Ach nee, der Edelstein vom Griff ist hier oben, das Teil da gewesen. Gut. So, und dann haben wir noch die Silberklinge, da fehlt uns noch ein Teil. Das kriegen wir später allerdings. Was wir haben, ist von Comfire alles. Die Ogerkrafthandschuhe, die Schriftrolle und den Gürtel der Frostriesenstärke. Und ja, die drei Teile zusammen mit dem Hammer, den Talisa gerade sowieso führt, macht die Waffe. Das heißt, wir haben alles, was wir hier brauchen. Und weißt du was, Keldorn? Lass diese Armreife einfach mal hier liegen. Wir brauchen sie ja nicht mehr. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Oh, die Giffey-Enki sind hier. Ihr lebt! Die Illithiden haben euch ziehen lassen. Erstaunlich. Es sei denn, ihr macht gemeinsame Sache mit ihnen. Ich warne euch, wenn ihr ihnen dient, werdet ihr das Schicksal der Illithiden teilen. Nö. Nein, in Wirklichkeit habe ich das ganze verdammte Pack ohne euch ausgelöscht. Die Schlacht war hitzig, aber ich war überlegen. Es wäre leichter gewesen, wenn ihr geholfen hättet. Ich verurteile euch nicht dafür, dass ihr mich allein gelassen habt. Es war ein zäher Kampf nötig, um zu entkommen. Nehmen wir mal die zwei. Vielleicht, aber die Beweggründe sind niemals bescheiden. Wir wollten mit einer verheerenden Macht zurückkehren. Ihr habt uns den Ärger erspart. Ich hatte gehofft, ihr würdet sterben und das gestohlene Silberschwert, das ihr tragt, würde in der Stadt Telefien zu Boden fallen. Wir würden mit großer Kraft zurückkehren und mit Gewaltgerechtigkeit anfordern.